Herzlich willkommen zu den neuesten Guide-Video bei Welt auf Forsche, Kapitäninnen und Kapitänen. Ja, ich spreche ohne mal vor dahinter. So, wir gucken uns mal die Z52 an. Z52 ist auch kein schlechter DD, ist so ein kleiner Mix zwischen Gun und Torpedo-DD. Und wir gucken mal an, wie ich meinen Kapitän geskillt habe. Ich habe schon mal Fachhaus geskillt. Und nein, wir gucken uns mal ganz zu dieser an. Ich habe hier primitiv Master geskillt und kann man sagen, ich könnte mir hier nur Elite-Schütze skillen. Ist so eine Sache. Wir haben hier 10 Sekunden Turmgeschwindigkeit. Kommen wir auf 8,7, ist auch nicht schlecht. Was man skillen könnte, eigentlich noch Abwickler, weil die Torpedos machen nicht so viel Damage. Wir haben hier 14.400. Könnte man zusätzlich noch draufklatschen. Es ist, wie gesagt, das ist die Skills, was ich hier zeige, sind nur Empfehlungen, kein Pflichtskill. Ist so eine Richtung Skill, was eigentlich eine relativ gute, halbwegs gute Basis darstellen sollte. Deswegen ist es nur ein Empfehlung von mir persönlich. So, wie gesagt, ich könnte hier Abwehrskill 30% mehr schaden, weil die Torpedos machen nicht viel Damage. Deswegen, mir fehlt noch, hier kann man sagen, hier wird hier flinke Alim angefohlen, 5% zusätzlich noch mehr Geschwindigkeiten. Wie ich das hier reinklatsche, ja, 72. Machen die 3% auch nicht die Kohle nicht fett, weil ich finde die Tops auch schon so relativ schnell. Ich habe hier Dings geskillt hier von Verbrauchsmaterialien, weil ich habe hier Hydro dabei. Und die Nebel wird zusätzlich auch noch erweitert, noch ist auch kein schlechtes Skill. Ja, die AP wird mir nicht gefunden, okay. Und wie gesagt, hier letzte Anschauung wird mir skill ich immer und mit nicht empfohlen hier volle Rohre. Weil ganz einfach die deutschen Torpedos, die laden auch ziemlich sehr schnell nach und deswegen habe ich es hier mitgenommen, weil die Reload bei deutschen Torpedos ist echt nicht schlecht. Wir haben hier klappt hier, ich runde es mal ein bisschen weiter auf, wir haben hier klappt 17 Sekunden Reload, das ist echt nicht schlecht. Und ich habe hier Artillerien rausgeskillt, Experte, weil ich ein bisschen mehr Leben habe. Wir haben hier 23.800, klappt 24.000 Leben, das ist schon ordentlich. Und ich habe hier Tarnungsmeister geskillt. Das ist so, wie gesagt, ein solider Basis. Ich habe hier so 6,1 Kilometer. Deswegen. Ich könnte hier meine Reload ein bisschen verbessern noch. Bei Reload habe ich hier so, kann man sagen, 4 Sekunden. Hau ich das hier rein. Spare hier 0,2 Sekunden. Das soll eine Empfehlung sein? Tut mir leid, das ist eigentlich eher Müll. Diese 2 Sekunden Sparung. Lohnt sich, also mal der Skill lohnt sich überhaupt nicht. Wenn man sieht hier wird ein bisschen verbessert. Und konnte die Flugabwehr schauen, wird auch ein bisschen verbessert. 22 nur. Also mal, dieses Skill ist eigentlich mehr Müll als hilfreich. Deswegen, den könnt ihr eigentlich auch komplett außen vor lassen. Wenn man sieht, hier spart man echt nur 2 Sekunden Reload. Wenn es ein bisschen mehr ist, wäre schon cool. Aber das ist so ein Müllskill, braucht man eigentlich nicht. Was ich jetzt skillen würde, wenn noch flinke Aale oder Funkordnung. Aber ich gehe mir persönlich mal Richtung hier Inspekteur, weil ich möchte ein bisschen mehr Verbrauchsmaterial haben. Weil als Hydro-DD ist es auch nicht schlecht. Weil ich, wie gesagt, ich könnte ja auch hier Hydro und Go als reinknallen bei mir. Sehe, ich habe hier Mutterbus hier drin. Mutterbus eigentlich auch hier angezeigt. Ich drauf geachtet, Mutterboost und Hydrogeister, beide Sachen. Okay. Ich war nicht so sicher. Das Problem ist, Hydro und Mutterboost sind leider gleiche, beide Slots leider. Ist ein bisschen schade, ihr eins von beiden könnt ihr euch entscheiden. Wollt ihr lieber schneller Mutterboost haben oder Hydro? Also ich würde sagen, hier bei den Zerstörer, bei den Deutschen würde ich eher das Hydro mitnehmen. Ist auch noch nicht schlecht. Also haben wir 132 Sekunden und hier mit dem Motorbus 161 Sekunden, das ist auch nicht schlecht. Deswegen, das ist, wie gesagt, das ist wie ein, kann man sagen, ein solider Basis. Wie gesagt, hier Hauptbatterie und Flugabwehr-Experte. Die paar Sekunden, was man hier bei den Hauptbatterie spart, ist eigentlich eher Schwachsinn. Es ist so ein Skill, was man eigentlich nicht skillen brauchte. Deswegen, das könnte man hier noch eher Elite-Schütze skillen. Wie gesagt, die spart man auch um wie viel? Knapp 2 Minuten. Ist so eine Sache. Es könnte man hier noch skillen. Hier glaube ich noch Funkart will glaube ich nicht mehr reichen mehr.
könnte man höchstens noch hier Expediteur-Skill noch und das war's. Also ich denke mal, so ist eine halbwegs gute Solide. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, hier noch Elite-Schütze skillen. Aber mehr auch nicht. Das ist relativ eine Basis, eine Grundbasis, was ich hier euch zeige. Es ist nur wieder eine reine Empfehlung. Mehr auch nicht. Kein ihr müsst nur skillen. Das ist der Hammer-Guide von einem. Nein. Es ist nur eine richtige Empfehlung, in welche Richtung man spielen könnte. Wie gesagt, ist jeder spielt anders und deswegen ist so eine Sache, weil viele fragen sich, welche Skills für bestimmte DDs sinnvoll als Störer sinnvoll zu skillen, welche nicht. Wie gesagt, bei den Deutschen nutze ich das Ding überhaupt nicht. Wie man sieht, da spare ich nur 0,2 Sekunden. Ist eigentlich ein Skill, was Points, was Schwachsinn ist, lohnt sich nicht. Dann nehme ich die Skills, den Skill und den noch den Skill, fertig. Dann ist mein deutsche DD fertig. So würde ich mich gerne spielen. Das ist, wie gesagt, das da als Empfehlung zu geben, ist eigentlich eher Müll. Deswegen ist nur meine persönliche Meinung. Jeder kann was anderes dazu sagen. Es kann sein, ich spiele die Z52. Wenn man sieht, ich bin halbwegs auf Torpedos gegangen. Würde ich hier zusätzlich auch noch auf Torpedos gehen. Aber ist so eine Sache. Könnte ich hier zusätzlich noch die Leiste noch mehr reduzieren. Dann komme ich wenigstens halbwegs gute Wert. Aber ganz ehrlich. Der deutsche Zerstörer ist so ein kleiner Mix von beides immer ein bisschen. Und deswegen. Wie gesagt, ist nur eine Empfehlung von mir persönlich. Ist keine Pflicht. Ist so eine Richtung und Basis, wo man gehen könnte. Naja, würde sagen, wenn es euch Video gefallen hat mit die Z52, lasst einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis das nächste geile Video. Haut rein.